So, wir schleichen uns wieder mal nach oben. In der Hoffnung, endlich mal was zu finden, wie es da weitergeht. Die beiden geben die Suche sofort auf. Ich gucke mir nochmal die andere Seite an. Vielleicht geht das da lang. Hoffe ich zumindest, dass wir hier was Neues entdecken. Da pennt einer. Ach, ich bin so blöd. Ach Gott. Warte mal. Ach, kann man so lange da aufhalten? Blind muss man sein. Ich weiß noch nicht, warum der Way. That vision. I saw what he was thinking. Because Styx was so close, perhaps? Did he sense that I was there? Ah, it's driving me crazy not knowing. I gotta catch up with him. Bin ich hier gar nicht richtig? Ach, mach doch jetzt mal. Damn. Oh, hoffentlich habe ich irgendwo zwischen gespeichert. Ich will ihn wirklich nochmal laufen. Ich will ihn nicht nochmal laufen. Ich will ihn nicht nochmal laufen. Oh, I was going on. Bin da ganz hinten, bin ich falsch gelaufen. Ich voll Depp. Okay. Aber wir haben es ja relativ fix geschafft jetzt. Können hier mal kurz einen Zwischenspeicher? Vielleicht. Ah, der kommt. Scheiße. Okay, wir müssen kurz abwarten, dass der Bogenschütze da oben verschwindet. Dann haben wir es aber auch schon. Dann haben wir es, dann haben wir es, dann haben wir es. Los, geh weg, Bogenschütze. What the fuck is this madness? Never. Ah, okay. Fuck is that? Eigentlich sogar noch besser. Können wir nämlich sofort durchlaufen. Der kann meinetwegen schlafen. Nur irgendwas ist mit dem Waypoint-Trigger da oben falsch, denn er triggert nicht. Der Trigger triggert nicht. Vision. I saw what he was thinking. Because Styx was so close, perhaps? Did he sense that I was there? Ah, it's driving me crazy not knowing. I gotta catch up with him. Du solltest da nicht sofort hochspringen. Aber diesmal habe ich direkt darunter gespeichert. Diesmal ist alles im grünen Bereich. Warum springt er denn direkt hoch? What's going on there? Er soll da nicht. Der soll da nicht reinspringen, Herrgott nochmal. Das alarmiert doch den Typen sofort. Oh shit! Hey, what's going on? Ich will den nicht im offenen Kampf besiegen, das ist ein Alarm. Hallo, Spiel. Ich möchte ihn leise töten. Lass mich. Mann. Anyone see what happened? Wenn er mich nicht lässt, dann finde ich einen Weg. Haha. Ich weiß nicht, ob die als Alarm zählen, aber ich gehe das Risiko nicht ein. Zone verlassen. Tja, da war der eine Wegpunktmarkierer nicht getriggert, aber okay. Das ist ja nicht mein Problem. I'm not far from the way out, and Styx neither. Is he going to the same place as me? Does he know where I'm going? Is it...
Can you hear me think, you asshole? Gucken wir doch mal. Aufzug 100 Meter. Überall sind Wachen. Straight nach unten, klingt gefährlich, aber eventuell machbar. Das ist eigentlich runter. Ich befürchte, er wird mich hier sehen. Oder auch nicht, würde ich sagen. Oder auch nicht. Okay, sie wechseln ihre Patrouille ab, schieben sich ein bisschen durch die Gegend. Ein bisschen Männerliebe. Na, schicken Schnäuzer. Adios, amigos. Müsst ihr euch hier so perfekt abwechseln? Er geht nicht weiter. Ich könnte ihn umbringen. Ich könnte es wirklich tun, aber nein, ich tue es nicht. Warum geht er denn nicht weiter? Ah, da bin ich. Im Schrank, okay. Er geht einfach nicht weiter. So, über die große Brücke. Hä, jetzt geht er ja ganz woanders lang. Ich hätte früher wechseln müssen. Oh, ich hasse das, wenn die ihren Wege ändern. Wie soll man denn da merken, was die machen? Das ist doch doof. Ständig muss man sich hier neu anpassen. So. Los geht das. Das ist ja schon wieder anders. Ey, jetzt ist aber langsam mal gut gewesen hier. Nicht immer verschiedene Wege machen. Try and Error ist ja okay, aber nicht mehrfaches Try and Error, weil die Wachen ständig ihre Wege ändern. Wer soll das denn schaffen, wenn das immer anders ist? Das geht nicht, meine Herren. Ah, jetzt im Late Game zeigen sich so die Mängel vom Spiel leider. Am Anfang war ich deutlich überzeugter. Aber je weiter das Spiel voranschreitet, jetzt geht er wieder woanders hin. Und auch noch nicht synchron mit dem anderen. Er war eben synchron mit dem anderen in der Phase. Jetzt ist er nicht mehr synchron mit dem anderen. Das waren jetzt 4 verschiedene Bewegungsabläufe. Warum? Puh. So. Bisschen übertriebene Sichtweite, oder?
einmal komplett darüber. Fuck is that? Ihr beide steht mir da ein bisschen zu beschützt. Da sehe ich eine Münze. Blind muss man sein als Wache, würde ich mal sagen. Die werden mich wieder vergessen. Strange. Better be careful. Und noch eine Münze eingesahnt. Ach, geht der da hoch? Ah, dass er sich immer automatisch irgendwo hochziehen muss. Das ist wirklich ein bisschen schade. Es würde vieles vereinfachen, wenn das nicht automatisch wäre. Das war nicht schlecht. Das war eigentlich sogar ziemlich gut. I was almost there. How stupid is that? I almost made it. Got out of this fucking tower alive. Curse you! Sticks! I'll never get used to this. Another duplicate. What do you expect? He can't get used to it either. Seeing our mugs. That's why he kills us afterwards. Not me. I'm not a copy. I've been living my own life in this tower for days. I don't need nobody. I know what I'm doing. You sure? How do you know? That you're not still obeying him without knowing it. I know. I have a plan. I don't obey anyone. Me too. I had a plan. Get out of here. Well, it was time. But you know, Styx will leave no duplicate alive. Yeah, that's what I'd do in this place. Besides, what I do with my own duplicates. No time to get attached to them. They're here to serve me, and that's all. You know how to create your own duplicates? Amazing. You may be different after all. He'll survive a few days longer. But... but don't kid yourself. Sooner or later, you'll die face down in the shit. Somewhere in one of these tunnels. You can't beat Styx. He's stronger than all of us. They say that hate multiplies your strength. So believe me, I'm stronger than shit. I'll... Oh, he's dead. Well, see? Damit geht ein nächster Klon von dannen. Ach, Styx lässt da echt nichts übrig. Zumindest gründlich und räumt wieder sich auf. Dummerweise sind wir selber ein Klon. Ich hoffe mal, wir kriegen noch die Gelegenheit zu überleben. Ah, ach, wir laufen das Level
tatsächlich komplett rückwärts, ne? Also mittlerweile machen wir auch noch Level Recycling. Das Spiel wird immer besser. Nein, also so schlimm ist nicht. Das kann man gerne machen, aber Level Design und Gegner Path, Gegner Wegfindung ist ein bisschen. Da ist Styx uns gerade weggefahren. Er war nicht gerade sehr überrascht, dass wir da sind. Versteck. 40 Meter. Er war nicht überrascht, dass wir da sind. Leider. So, wir müssen runter. Ich glaube, Styx wird Oskin verraten. Also der echte andere Styx. Und das wird dazu führen, dass wir den Kampf im Verlies unten haben werden, wie ich ihn erwartet habe, dass der kommen wird. Weil Styx weiß, wo das Versteck von uns ist. Und so wird er seine Spuren verwischen. Wäre jetzt meine Vermutung. Die Schatten, keine Alarm ausgelöst, haben wir nicht geschafft. Ich sollte mit diesem Klon reden, haben wir getan. Vielleicht sollte ich mit diesem Klon reden. Na, wir haben zwei Klone erwischt, sehr gut. Artefakte wollen wir sowieso nicht immer. Wir haben Schatten. Eine Stunde Spielzeit. Ich schaue gerade mal rechts. Wir haben tatsächlich fast zwei Stunden Spielzeit. Ja, wir mussten viel nachladen, leider, oder ich. Ah, kein Schatten erreicht, verdammt. Mist. Das hätte ich gerne erzielt. Das wäre cool gewesen. Na, guck mal weiter, wie es weitergeht. So, wir sind im Hideout. Und können jetzt mal... Ganz tief im Hideout, ne? Müssen wir ja nach oben kommen hier. So. Versteck. Okay. Wir müssen nicht mit Oskin sprechen. Ich sehe noch gerade nirgends so rumstehen. Ozzy, wo bist du denn? Gar nicht da. Oh, es kann auch gut sein, dass er vielleicht gerade gar nicht im Versteck ist. Das ist er nämlich auch nicht. Aber da oben ist unser Versteck. Okay. Kein Ozzy zu sehen. Oh, da oben bei einer Kiste lang. Haben wir gar nicht gesehen. Cool. Sand auffüllen. Haben wir, Sand ist voll. Versteck öffnen. Styx, is that you? I get the impression that your plan succeeded. The shit is flying between the humans and the elves. You? Wait! Spare me the bullshit. I got no time for this. If you don't answer my questions, I'll slit your throat right now. Why does Styx want to steal a heart of the tree? I don't know. He never told me a thing. He just paid me a fortune to direct you and to keep an eye on you. But I never had anything against you. You've got to admit, it were never personal. And yet you let me get into the prisons. And given your surprise earlier on, you knew it was a trap I couldn't get out of. And you even asked me some favors, you fucking shit. That mud that you're using as blood is gonna be spilt. You can thank your lucky stars I'm in a hurry. Otherwise, I'd have enjoyed taking my time. I beg you, don't kill me. I'm just a blind old man. Hm. So, aber er hat uns sofort erkannt. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Nein, wir töten ihn nicht.
Er ist nicht unser Ziel. Styx ist unser Ziel. Wir haben nicht ein Artefakt gesammelt. Naja. Ich habe auch noch nicht gesehen, wo die rumliegen. So, Wurfmesser sind voll. Fertigkeiten. Wir haben wieder ein bisschen was. Wir können Klone fertigstellen. Unsichtbarer Klon. Sehr geil. So, was können wir jetzt noch machen? Attentäter. Wir können Attentäter weitermachen. Würde ich fast vermuten. Ich würde mal Attentäter weitermachen. Da können wir nämlich ungesehen Leute ausschalten. Und mörderischer Impuls. Du kannst einen klassischen Kill etwas weiter ausführen. Dann nehmen wir den auch noch. Haben wir das auch noch abgeschlossen? Sehr gut. Ah, jetzt können wir Manipulator der Schatten. Du wirst automatisch unsichtbar, wenn du deine Klone kontrollierst. Alle Klonen und Heimlichkeitsfertigkeiten müssen freigeschaltet sein. Ah. Das heißt, diese, die wir hier gerade gelernt haben, brauchen wir gar nicht. Du erzeugst beim Töten... Also super, dass das hier steht, wenn... erst wenn wir das machen können. Was die Voraussetzungen sind. Geborener Killer. Du erzeugst beim Töten im Springen oder aus der Deckung heraus weniger Lärm. Alle Attentäter und Gewandtheitsfertigkeiten müssen freigeschaltet sein. Attentäter sind frei. Gewandtheit sind die. Okay, den können wir nicht lernen. Allwissenheit. Du kannst mit der Goldheart-Vision Gegner und Medaillen durch Wände sehen. Alle Goldheart-Vision und Heimlichkeitsfertigkeiten müssen freigeschaltet sein. Heimlichkeit hatten wir, ne? Genau. Also wir müssen die Goldharz-Visionen noch freischalten. Das ist nämlich eine coole Fähigkeit. Herr der Fiolen. Lebens- und Goldharz-Tränke füllen die Lebens- und Goldharz-Energie vollständig auf. Alle Gewandtheit- und Ausrüstungsfertigkeiten müssen freigeschaltet sein. Oh, diesen Spät zu kriegen. Also was ich noch gerne hätte, wäre Allwissenheit. Dazu müssen wir Goldharz aber komplett auffüllen. Was uns alleine 190 Punkte kostet. Und ich habe nichts, das ich wirklich verlernen möchte. Okay. So neu spülen brauchen wir nicht. Start. Hier geht's sofort in die nächste Mission. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir starten dann wieder frisch mit einer weiteren Mission. Bei Styx, bis dahin sage ich Tschüss. Nicht den Kopf verlieren. Tschüss.